Und willkommen zurück beim zweiten Teil von Rise, Son of Rome. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir verfolgen unseren Vater, aber wir wollen einmal ganz kurz die Aussicht hier genießen. Und die Lichteffekte. Mein Gott. Ah, scheint so, als ist unser Vater hier vorbeigelaufen. Schriftrolle aufgesammelt. Ängstliche Menschen. Gut, die Pfütze aussieht. Das ist mal im Ernst. Vater! Ja, wo bist du? Marius, hier lang! Schild. Sehenswürdigkeiten freigeschaltet. Gnadenlos, der ist mit seinen Gegnern. Aber wäre ich auch, wenn ich mal meine Familie so hingerichtet hätte. Na, komm her, komm her, komm, 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 komm. Gut. Ja, da guckst du. Ich muss mich um meine Leute kümmern, Marius. Du musst Placius warnen. Im Amphitheater. Bring ihn zum Forum. Wir beschützen deinen Vater. Geh! Wo müssen wir? Sollen wir da hochklettern? Kann der da hochklettern? Ach, der macht er automatisch. In der Rüstung ist das auch gar kein Problem, so hochzuspringen. Dem Weg. Ach. Die Brücke. Runter. Soll ich das Fass auf dich schmeißen? L zum Rennen. Rom gehört dem Volk. Eine Stadt für das Volk. Ein zweiter Reich für das Volk. Pfeile aufzunehmen. LT zum Zielen. RT. Macht er automatisch, ändert sich die nächsten. Das ist aber wieder so ein Maschinengewehr. Unten bleiben! Da ist ja jetzt irgendwie nicht die Schwierigkeit bei. Pfeile nehmen. Ich meine, die werden sich ja nicht mehr. Worauf wartest du noch? Dem Publikum wird langweilig! Was, der letzte? Ach, da unten ist noch einer. Ich meine, was soll das? Die wehren sich nicht mal.
Dach und jetzt können wir da drüber springen. Drücke RB, um den Fokusmodus zu aktivieren. Er verlangsamt alle Gegner in einem bestimmten Bereich um dich. Matrix. Dafür ist Fokus. Fokus ist geil, gefällt mir. Sie kommen, Marius. Sie jagen uns. Oh. Eine Grafik, ey. Kann man sich schon satt sehen? Tippe LT und dann RT, um den Kampf schneller auf den Film zu werfen. Ah, so ganz schnell zu schmeißen. Aber hier nicht irgendwie nur aus Spaß, sondern die sind ein elementarer Teil von dem Spiel, das eben die Kombos ermöglicht und spezielle Boni freischaltet bei mehr Erfahrung oder mehr Angriff. Vater, ich rette dich. Wir können nicht dort entlang, Marius. Du musst zurück und die Brücke herablassen. Kannst du doch auch machen. Warum kommt der nicht mit? Bewacht er jetzt, dass die Brücke runterfällt? Senk die Brücke, Marius! Hilf mir hinüber! Ah, mit dabei. Mit von Pila kannst du. Was? Können wir Sachen kaputt schießen? Ja, mein Sohn! Weiter so! Müssen wir noch was machen? Hochum, Marius! Halt bloß nicht an! Will er jetzt, dass wir runtergehen? Halt bloß nicht an. Ja, die laufen jetzt weg. Vorher haben die ganz normal hier noch geschockt und so, trotz der ganzen Katapulte und allem. Ab mit dem Arm.
großen Mauer auf jeden Fall. Warum so zögerlich, du Welpe? Dein Vater würde sich schämen! Also auf jeden Fall den Heilungsexekutionsmodus. Ja, und dann haben wir volles Leben. Okay, so kann man wechseln. Ab mit dem Arm und rein in den Hals. Oh. Komm mit. Wir haben nicht viel Zeit. Was für geile Moves, ey. Zeit wofür? Vater! Verbesserungen sind ein Schlüssel zum Erfolg in Rise. Ja, komm. Nee, Verbesserungen. Gesundheit. Jetzt kostet das schon ein bisschen mehr. Ach, wir haben 50.000, 57.000? Oder was? Ja, was ist das denn? Ist ja, ja, dann kaufen wir hier mehr Leben. Fokus ist geil gewesen. Verringert die Verbrauchsrate. Erhöht die Größe der Fokuskapseln. Das heißt, wir haben mehr Fokus und erhöht die Fokuskapazität auf 3 Kapseln. Ja. Also Fokus fand ich geil. Also nehmen wir alles mit. Zuwachs. Ach, und wir können hier mehr Kampf machen. Nach 10 perfekten Treffern. Wir haben immer noch 26.000, also zack. Die Projektile sind nett, aber ist noch nicht so viel, ne? 20.000, 14.000. Ach, ich glaube, ich spare jetzt einfach. Das macht jetzt von alleine gerade. Die nah dran stehen, kann ich nicht mehr werfen. Ich muss immer aufpassen, du kannst von mehreren Seiten angegriffen werden. Das ist ziemlich geil. Aber wir können auch das machen. Das Blocken wird alles noch wichtiger, weil die mehrere Angriffe auch machen.
bitte in. Oh, ist einer von den ganz Schlauen, was? Stell dich tot! Das war's für dich! Pfeile sind doch ganz praktisch. Komm, dann machen wir das. Nehmen wir mehr Pfeile mit und... Wie viel haben wir? Schon wieder 40.000? Ja, dann ausgeben, zack, zack. Und dann noch Gesundheit auch noch. Dass wir den Adler schnell erreichen können, also den Fokusmodus. Wir können einen Pfeil mehr mitnehmen und dann haben wir noch mehr Gesundheit. Klasse Sache. Für die Angreifer deines Vaters. Nein. Und er kämpft weiter. Es ist viel schlimmer, als ich dachte. Du musst Rom retten. Rette es! Rette es vor ihnen. Ihr Schweine! Ihr mordenden Barbaren-Schweine! Ich werde tun, was du sagst, Vater. Ich werde Rom vor ihnen retten. Ihr Blut vergießen! Ich bin Kommandant Vitalion von der 14. Ein Freund deines Vaters. Wenn es Blut ist, was du willst, werde ich dir so viel geben, wie du vertragen kannst. Du bist in der 2., oder? Ja, Herr. Jetzt nicht mehr. Willkommen in der 14. Weil jeder weiß, was die 14. ist. Unter Vitalion schloss ich meine Ausbildung ab. Und erhielt sein Versprechen. In der 14. konnte ich mehr als genug Blut vergießen. Britannien. Diese stinkende Jauchegrube am Rande des Reichs. Die Heimat der Bastarde, die meine Familie ermordeten. Und den Aufstand anführten, der sogar die Straßen Roms erreichte. Meine Versetzung in die 14. führte uns auf diese Insel. Wo ich an ihnen Rache nehmen und den Aufstand niederschlagen würde.
Geister wieder sieht, sollte man zum Psychiater gehen. Gütlich in Erwägung ziehen, ne? Senke die Hafenketten ab, erreiche das Ufer. Es tut mir leid. Und das machen wir gleich im dritten Teil. Bis gleich.